Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Watch Dogs 2. Hier ist es ziemlich ruhig. Immer noch. Leider. Und ich habe trotzdem Urheberrechtsinhalte gehabt in der letzten Folge. Weil irgendein Auto mit Radio vorbeigefahren ist. Okay. Ich mache jetzt auf jeden Fall erstmal die E-Card Challenge weiter. Mal gucken, wie viele Verbesserungen man da machen muss, bis das Ding da mal. Toll. Drüber klettern kann ich auch nicht, weil er sich sonst so ein Ding da in der Poppes piekst. Muss jetzt echt außen rumlaufen. Oh, ups. Betonklotz. Ah ja. Neues Lied entdeckt. Schon wieder. Hallo Urheberrecht. ich wollte den Typ. Botnet. Nee, Gelaber. Was soll ich damit? Ganzen Gespräche und so ein Zeug. Was ist das? Achso, ich hab gedacht, das wäre das Rohr. Rennen starten? Nee, ich muss erstmal zu dem Typ. Hey Taylor, hier ist die Batterie. So. Genau rechtzeitig. Wir bauen sie ein, während du dich fahrbereit machst. Dann mal los. Alles klar. Es geht direkt los. Fetzig. Okay. Als Jäger erhältst du Punkte, auch wenn du das Ziel nicht selbst erledigt hast, aber ihm den entscheidenden Schlag versetzt. Na dann. Schauen wir mal. Hey, schon wieder Mucke. Na dann, mal gucken, ob die Batterie jetzt was gebracht hat. Nö, nicht wirklich. So. Sind ja nur ein paar Runden. Hoppla. Ey, verpiss dich. Während ich hier so am Fahren bin und gegen die Wand fahre. Hui. Nee, ich brauche keine Hilfe. Wollte ich nur mal sagen. Ich habe letztens bei LeFloid einen Kommentar hinterlassen. Und dann kommt da so ein Typ und meint dann die ganze Zeit, er muss schreiben, dass ich's Maul halten soll. Hab ich halt nicht gemacht. Weil ich sag mal so, ich lass mir nicht von irgendeinem Hampelmann, der keine Videos hat, irgendwas sagen auf dem anderen Kanal. Wenn jetzt hat derjenige, dem der Kanal gehört, also in dem Fall der Floyd, gekommen wäre und gesagt hat, ey, pass mal, uff, der Kommentar war scheiße, lasst es, ist das was anderes, als wenn irgendein Hampelmann kommt, der meint, er müsste mich hier meiner Freiheit des Laberns berauben. Hey, ich bin mal Dritter. Mal gucken, ob das noch was wird hier. Nee, wird nichts mehr. Aber immerhin Dritter. Ey! Oder was sagt ihr dazu? Naja, wenn wir den Prozessor des Wagens tun würden, könnten wir die Leistung steigern. Mal sehen, ob ich einen Geschwindigkeitschip finden kann. Geschwindigkeitschip? Was? Ey, ich habe eine neue Stufe erreicht und Forschungspunkte gekriegt. Das ist geil. So. Ich muss nachher nochmal selber dann auf YouTube gucken. Weil ich habe jetzt Zeugs hochgeladen und habe dann gemerkt, oh Kacke, ich muss noch einen Haufen aufnehmen. Und
Hab aber schon wieder irgendwie neunmal die Bimmel am aktiviert sein. Und da weiß ich nicht, was da jetzt schon wieder kommt. Wenn da schon wieder so ein Hampelmann ist, dann... was ist das? Motor Override. Könnte ich das da auch einsetzen? Egal, gib mal her. So. Ah, okay. Muss ich erstmal die Kerndaten finden. Ich denke immer, diese Forschungspunkte sind diese Kerndaten. Aber... Smoma. Warte. Den habe ich doch aus Versehen schon gefunden gehabt, oder nicht? Ah ja, Tatsache. Aber ich habe nicht genug Forschungspunkte. Warte mal, ich habe ja noch 4 Stück übrig. Da kann ich doch noch... Was mache ich denn? Okay. Was ist das? Ah, okay. Langweilig. Treffsicherheit. Erhöht die Nachladegeschwindigkeit für 2 Handwaffen. Basteleien. Bauen wir mal ein paar Sprengsätze. Und jetzt muss ich erstmal wieder Kerndatenzeugs finden. Okay. Jetzt steckt er da ein. Nehme ich halt den. Junge, ich glaube, die Handbremse war noch angezogen. Sag mal, haben die hier alle Smartwatch oder was? Das geht bei denen ab. Jedes Auto, wo ich einsteige. Handschuhfach geplündert, Smartwatch. Wo will denn der jetzt, dass ich hinfahre? Nudel. Pimpen, bis der Arzt kommt. Geschwindigkeitschip. Finde ich ein bisschen lustig. Geschwindigkeitschip. Dieser Chip ist ziemlich schnell. Normalerweise sagt man sich, ja, so ein Chip für, keine Ahnung, den Motor halt. Oder für die Motorsteuerung. Aber doch nicht für Geschwindigkeitschip. Oder ein Benzinregelungschip oder sowas. Soll das ganze Gedöns da am Rand? Mach mal weg hier. Oh, ich glaube, die Ampel war rot. Die auch. Nee, egal. Hey, da ist wieder so ein komisches, schmales Teil, wo so ultra schnell fährt. Warum auch immer. Sag mal, wie viele Gänge hat der? Okay. Kommt mir so vor, als ob ich hier schon mal gewesen wäre. Hey, da steht so ein Noodle-Maps-Auto. Aha. Okay. Ist bestimmt wieder hier irgendwie eingezäunter Bereich. Scheiß. Ja, ein paar Kratzerle habe ich gemacht. Passt schon. Besorgen. Okay. Du bist im Gebiet Nudel. Weißt du nicht? Da sind Leute drinne. Der knapp 8 Hektar große Nudelcampus ist sowohl privater wie auch öffentlicher Bereich. Mhm. Ich glaube, so ähnlich sieht es ja bei Google, was das hier ja wohl darstellen soll. Auf jeden Fall mal ähnlich aus.
komme ich da hoch? Ich sag einfach, ich will rutschen. Kann ich mit denen labern? So, hey. Lass mich mal in die Rutschbahn. Geht nicht. Muss ich da rein, oder was? Geht auch nicht. Warte mal. Geht klettern? Ha, Tatsache. Geil. Hä? Weißt, Kletterwand, was macht er? Geht am Geländer rum. Hä, kann ich das jetzt einfach mitnehmen? Den Typ interessiert es nicht, oder was? Ich hab den Geschwindigkeitscheck. Oh ja. Bauen wir ihn sofort ein. Hä? Erstmal war das jetzt ziemlich seltsam, dass ich einfach da hingehen kann, der Chip da irgendwie blöd rumliegt. So am Eingang. Ich habe keine Ahnung, was dieses komische Erdbeben jetzt... Gut. Auto weg. Von mir aus. Ah, jetzt weiß ich, was das Erdbeben ist. Das war wieder irgendeiner, wo hier online... Irgendein Online-Spieler, der hier Scheiße baut. Nein, Mann. Deswegen gehst du jetzt auch raus. Tschüss. Da wäre eine fetzigere Karre gewesen. Egal. Ich habe jetzt gerade mal nichts gesagt, weil ich das jetzt gerade hören wollte. Dieser Karch ist ja mal ekelhaft vom Sound her. Hallo, ich bin ein Elektroauto. Damit sie das auch hören, piepse ich und pfeife ich, wie wenn sie Tinnitus hätten. Hä? Okay. Das ist eine ziemlich komische Strecke, die der mich jetzt hier wieder lang führt. Boah, ey, den nächsten Karch, den ich sehe, der ein bisschen flacher ist und nach ein bisschen mehr Geschwindigkeit aussieht, den schnappe ich mir. Das Ding ist ja mal ultra widerlich. Den kommt schon nicht gescheit um die Kurve hier. War das ein Bahnübergang? Ups. Okay, ich wollte nur mal eine Bestätigung haben, dass ich auch richtig lag mit dem, was ich da gedacht habe. Fahr doch einfach. Mann, steht er da blöd rum. Und tschüss. Der wollte ins Grüne. Hat sich gedacht, ich mach mal Picknick. Und der geht zu der Tiddies. So. Was machen die zwei? Nix. Hey. Der Pickup gerade. Das war auch so lustig, als wir in Amerika waren. Wir haben gedacht so, oh Amerika, da läufst du rum und hast die ganze Zeit nur so fette Amikarch mit V8 Sound geblubber und so. So richtig geil. Und dann läufst du da rum, fahren da Mustangs rum, du hörst nix. Und dann kommen solche Pickups auf einmal, dann blablabla. Brutal. Aber das waren auch die einzigsten Dinger, die so ein Geräusch hatten, wie in den Filmen immer. Was ein bisschen schade ist. Naja, wie der Busfahrer gleich aussteigt, so, ey, du Arsch. Schau dich. Was quietscht hier so komisch? Hä? Ah, ich glaube, das ist mein Außenspiegel. Äh.
Ich hab gedacht, das ist ein Parkhaus. Was ist denn das hier? Hä? Ja, gut, okay, dann steh halt mal da am Arsch der Welt irgendwo rum. Hey, yo, ich hab deinen Geschwindigkeitschip. Im letzten Rennen geht's um alles, Marcus. Lass mich nur machen. Es gibt nur ein Rennen. Du hast eine Chance, um es den großen Jungs endgültig zu zeigen. Los geht's. Los geht's. Ich wette, diesmal schaffen wir's. Wenn nicht, hau ich den Geschwindigkeitshack rein. Wenn ich darf. Aber ich glaube, dann sagen die anderen, das war gecheatet oder gehackt oder in dem Fall halt wirklich gehackt, aber wieso muss das eigentlich immer ein Rundkurs sein? Na los, du Gurke, fahr. Verbessern die eigentlich ihre Cash auch? Sag mal, das wird wieder. Mann, ey, verpiss dich doch da, du Arsch. Diese Strecke kommt mir ziemlich schnell vor. Hat das Teil eigentlich eine Handbremse? Glaub, das verkacke ich. Kann ich eigentlich einfach so neu starten zwischendurch? Erwischt. Okay, gehen die jetzt nacheinander kaputt oder so? Das wäre gar nicht schlecht. Oder muss ich die hier kaputt fahren? Was ist denn das für eine Mucke, hey? Das kannst du nicht fahren. Hä? Wo kommt der jetzt wieder her auf einmal? Ich hätte ihn überfahren sollen. Aber wahrscheinlich wäre ich dann disqualifiziert worden oder so. Au. Alter, was war das für ein Reifen? Weißt, hier stehen Reifenstapel rum, die fahre ich um und die fliegen durch die Gegend und so. Und das Ding jetzt gerade, batz. Hä? Hat der für einen Schlenker da gemacht? Okay, ich glaube, das war nix. Ah! Marcus, bleib von der Hupe weg. Kacke. Guter Versuch, Mann. Es war einfach Pech. Sorry, Taylor. Ich habe alles versucht. Mehr kann man nicht verlangen. Du warst echt gut. Es war ein Vergnügen, mit dir zu fahren. Bis dann, Taylor. Okay. Heißt das jetzt, ich habe die Challenge verkackt oder was? Weil ich würde eigentlich gern mal gewinnen. Ich drücke einfach mal fortsetzen. Hä? Was war das jetzt? Also wie es aussieht, kann man das Rennen ja nochmal wiederholen. E-Nudelkart, was? So. Lass mich mal kurz gucken. Hier. Wo ist es denn? E-Card Challenge. Mission erneut spielen. Downtown Challenge, Pimpen Best Arts kommt, Castro Challenge, Pimp My E-Card, Stanford Challenge. Belohnung basierend auf Rennplatzierung.
Ich drück einfach nochmal. Achso, draufbleiben. So. Ich hoffe mal, das war jetzt auch das Richtige. Na komm, mach hinne. Ich will wissen, was passiert, wenn man da gewinnt. Oder zumindest mal ein paar bessere Plätze hat. Hä? Klinglöckchen, Klingelingeling. Was war das jetzt für eine Kirchenglocke da auf einmal? Und was lädt der da eigentlich so ewig? Na komm. Hey, der Balken ist schon voll bis oben hin und dann. Ach nö, Kacke, ich hab die falsche genommen. Die Frage ist jetzt nur, ist das Kart jetzt getuned oder nicht? Weil so wie es ausgesehen hat, gerade nicht. Ne. Es ist auf jeden Fall nicht getuned. Alter, Le, was machen die da, hey? Okay. Wuhu, geschafft! Hey, warte mal. Wenn ich das jetzt mit allen mache? Komm schon. Fuck. Na komm schon. Fahr ich halt nicht das letzte Rennen, dann fahr ich halt ihr einfach noch ein bisschen so durch die Gegend. Dumm ist nur, an die da komme ich nicht ran. Oder etwa doch? Das ist das Doofe. Was? Nix tritt auf die Bremse. Vor allem kriege ich jetzt nochmal Follower, wenn ich jetzt das Rennen hier beende. Mal schauen, ist ja gleich soweit. Komm schon, Zieleinlauf, Dritter. Jetzt gleich einschlagbar. Doch nicht. Also, mit einer ordentlichen Batterie käme das Ding viel besser aus den Startlöchern. Ja, ergibt aber bla, bla, bla. Mal sehen, ob ich eine kennen wir ja schon. Ich will einfach nur wissen. Ah, okay, es gibt nochmal Follower. Finde ich cool. Die Kohle gibt's auch noch. Alles klar. Das war das, was ich wissen wollte. Das bedeutet aber eigentlich auch, dass ich in der letzten Challenge eigentlich gewinnen müsste, wenn ich nicht ganz kacke gefahren wäre. Was war das jetzt? Hä? Hallo, was geht jetzt ab? Okay. Achso, der hat mich jetzt hier wieder repositioniert. Ich glaube, man könnte das Rennen gewinnen. Also das letzte. Wenn man nicht in dieser einen scheiß Haarnadelkurve so kacke fährt wie ich. Jetzt gucke ich nur mal schnell. Telefon. Warte mal. Telefon. Was mache ich denn als nächstes? Das ist eine Online-Auktion. Entlassungspapiere. Home Sweet Home.
Wie gemalt. Was muss man da machen? Hä? Okay. Irgendwelches Graffiti-Zeug, so wie es aussieht. Ich glaube, das probiere ich mal aus in der nächsten Folge. So ein bisschen Infamous Second Son mäßig. Sprühe hier und da und halte den Controller wie eine Sprühdose. Oder sowas. Gut, dann weiß ich ja, was ich in der nächsten Folge mache. Vielleicht noch ein paar Forschungspunkte dann einsammeln. Aber das gucken wir mal noch. Allerhopp. Bis dann.